Hallo bei der neuen Journey vom FIFA 19 und bei Hunter & Co. So, erstmal hier die Sachen, dass wir fortsetzen. Wir wollen das ja nicht alles neu machen. So, kurzes Warten. Bisher bei The Journey. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. Und da ist er. Mit 17 Jahren hat er bereits erreicht, was andere Spieler nie erreichen. Ich bin bereit, komm schon! Ich spiele einfach gern Fußball. Das ist alles, was ich kann. Viel Erfolg in der neuen Saison. Danke. Interessante Fotos, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das ist ganz anders abgelaufen. Wir wurden verarscht. Michael! Du hast meine Karriere aufs Spiel gesetzt, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt denn dann? Alex, das kann dir echt helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Es ist die Chance für einen Neubeginn. Hey Mann, willkommen in L.A. Das hier ist eine komplett andere Welt. Ich hab alles im Fernsehen gesehen. Das war doch nur eine kleine Ausnahme. Lauter Promis. Schön, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Mikrotausch nach dem Spiel? Ja, lass dich vielleicht machen. Du spielst grandios, Mann. Mach einfach weiter so. Lass dich nur nicht zu sehr von diesem Hollywood-Spektakel ablenken, okay? Dad, willst du sagen, das ist meine Schwester? Alex, du spielst Fußball. Ja, liegt im Blut. Ich muss mir das alles hart erkämpfen, aber ich liebe den Fußball. Wow, wow, wow. Unser Heimkehrer aus dem schönen Hollywood. Alle behalten mich im Auge und erwarten, dass ich der nächste Alex Hunter werde. Für dich ist die Zeit gekommen, diese Witze sein zu lassen. Es ist an der Zeit, dass du dir Respekt verdienst. Ein paar der Top-Clubs aus Europa haben offenbar Interesse an dir. Atletico, PSG, Bayern. Alex, ich bin Beatrice Villanova. Ich möchte mit dir über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Und an der Stelle sind wir nun. Oh, rein in die Vergangenheit. Interessant. Gutes Spiel. Hab ich. Das 100. Tor lässt auf sich warten, was, Jimmy? Nicht länger als die ersten 99. Glaub ja nicht, dass du es heute machst. Ah, da ist wieder die... ja... Da ist das Tor... Beim zweiten Versuch. Naja, optimal war das Schussmoment aber noch nicht. Ich werde noch ziemlich hadern damit. Oh, schön Retro-Style. Ah.
Na komm. Mist, naja. Oh. Walker. Och, ein anderer Walker. Ah, oh, uiuiui. So. Na, komm. So, der Faden hat's nicht gebracht. So, dann wollen wir mal weitermachen. Faul an ein Nesterspiner. Ah, ich mit dem richtigen Schussmoment, da habe ich noch meine argen Probleme. Da wird mir so manchen Sieg unter Punkt oder so kosten, habe ich das Gefühl. Ja, perfekt. Zwar nicht Hunter das Tor gemacht, sondern ein anderer, aber hey, Tor ist Tor. Seamus Evans. Ah, was für ein schöner Name. Das ist mit Seamus. Und los. Oh, da macht Hunter noch ein Tor. Relativ perfektes Timing gehabt für den Schuss. Schön rund hinten und schön ausgespielt. Naja, ob das Abseits war, könnte gewesen sein. Aber drin ist drin. Jim Hunter, 3:1 für Leicester City. Ach, ich mag diese Retro-Spielart. Könnte man, so, dafür mein geiler Modus, so alte WM-Spiele. Gab es bei FIFA 98 oder bei einem WM-Spiel? FIFA 98 war ja praktisch WM. Ach Gott, ist das schon lange her. Da konnte man alte WM-Spiele auch machen. Und jedes Land spielen. Also als Nationalmannschaft. Ich glaube, war eine extra Edition. Hatte ich auf die PlayStation 1. Ob es. Ob ich das noch habe, weiß ich jetzt aber nicht mehr, weil mir sind einige Spiele abhanden gekommen, um freiwilliger Art und Weise. So. Oh, das war interessant. Oh, 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 oh. Ja, das Timing. Das mit dem Timing habe ich noch nicht raus. Interessant.
Oh. Ah. Da war nicht gut gespielt. Aber das war... Ich finde, diese Retro-Art hat was. Ah, zu früh versucht, aber da wurde ich auch gestört. Foul hier. Da wurde nichts angezeigt, wie lange noch gespielt wird. So, Jim Hunter gewonnen. Der erste Hunter. Jim Hunter, das ist ja da Opa, glaube ich. Ja. Haben wir das geschafft? Ja. Steinzeit auch schon Fußball im Fernsehen, ja? Ja, und damals war wirklich alles schwarz und weiß. Du hast echt immer einen Spruch parat, hä? Ganz schön cool, dein Bruder. Damals gab's noch nicht so viel Wirbel drumherum wie heutzutage, weißt du? Wir bekamen 150 Pfund die Woche bei einem Sieg. Na, für uns ging's einfach nur um das Fußballspielen. Hey, seht doch, perfekter Ball, hm? Ist gar nicht so leicht, so einen Schuss gerade zu halten. Ja. Wir sollten los, oder? Der Verkehr in L.A. Komm, ich helfe dir mit den Taschen. Oh, nein, 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 Jim, das sollst du nicht. Bleib hier, ich kümmere mich drum. Willst du ihn mitnehmen? Ich hab ihn dir geschenkt. Dann leih ihn dir aus. Bring Glück. Gib ihn mir danach einfach zurück. Okay. So, los, der Flieger wartet. Wenn ich den verpasse, macht Butler mich fertig. War eh ein Wunder, dass er mir freigegeben hat. Ich glaub's immer noch. Ich weiß, Wahnsinn, oder? Als ich das letzte Mal an dem Flughafen war, ging's nach Japan. Was? Was? So red ich halt. Ist doch normal. Wo ich herkomme, reden alle so. Oh. Dann mach ich mal lieber Ton aus. Hat Sinn, Gründe? Ich glaube, die Tonspur würde gesperrt werden. Hätte ich die Musik drin gelassen. Tut mir leid, dass ihr das nicht hört jetzt. Aber passende Musik war das. So. Wollen wir mal wieder anmachen, den Ton? So. Ups, Entschuldigung. Mit genau diesem Kader wollen wir zur WM nach Frankreich. Um das zu erreichen, müsst ihr es euch verdienen. Jeden Tag. Ja.
Bist nervös, ja? Wie machen wir das? Nerdig, aufrecht, ausgeglichen. Nerdig. Wie schätzen wir Kim ein? Ausgeglichen ist doof. Nerdig oder... Ach, lassen wir mal die Würfel entscheiden. So. Die 4 reicht. 3 ist also frech. Macht mir auch zu schaffen. Ach, die Frage beantworte ich mal so. Ich will allen zeigen, was ich kann. Nervös sein ist okay. Ich bin's auch. Du? Jeder hier ist es. Ist auch gut so. Das motiviert. Kleines Warm-up? Ja, klar. Hast gegen die Deutschen ganz schön aufgetrumpft. Wir haben nicht gewonnen, aber deine Einwechslung hat die Wende gebracht. Ja, aber das ist kein Freundschaftsspiel. Und ich bin die Jüngste. Du meinst, dass ich alt bin? Nein. Bereit, Hunter? Ich freue mich drauf, Coach. Okay, dann zeig's mal. Ladies an die Hütchen, ich will Pastafetten sehen. So, jo. Also fangen wir heute mal mit der kleinen Kim an. Ja. Also, heute habe ich ein paar ganz besondere Übungen für euch. Okay. Flachpassbasis, Schießenbasis, Gretchenbasis. Oh Gott. Schießenbasis, da bekomme ich Angst. Na gut, das war einfach, aber diese mit dem Passwinkel, das gefällt mir nicht so, aber eigentlich, gell? Oh. Ah. Okay, da war gar nichts. Oh Gott. Oh Gott. Machen wir fortsetzen. Naja, mit dem Schuss, wenn ich da noch niemand sehe. Wenigstens mit exzellent.
A, C, A, ja. Es ist mir eine Ehre, derart energiegeladene Spielerinnen zu trainieren. Vielen Dank. Weiß jetzt nicht, wo ich jetzt drin war. Okay, das könnte wieder Probleme mit... Ups. Okay. Maike! Wieso bist du zu spät? Ich hatte gerade ein Meeting mit Roger über Anlageoptionen und man muss spekulieren und akkumulieren und so ein Zeugs. Klar. Was machst du hier? Ich hatte ein paar Meetings für meinen Nummer 1 Klienten. Ha, deinen einzigen Klienten. Das Beste kommt immer zum Schluss, nicht wahr? Worum geht's? Ich muss zum Training. Wenn ich zu spät bin, macht Butler mich fertig. Die letzte Saison war hart. Aber du hast die Wende geschafft, den Liga Cup gewonnen. Es ist so. Der Verein ist geteilter Meinung. Hm. Ja. Was? Geteilter Meinung? Nein, 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 nein. Ich bin The Williams. Ich bin hier der Chef, klar? Klar, ich weiß das. Du weißt das auch. Aber du musst die anderen eben auch noch überzeugen. Zum Beispiel in der Vorbereitung, okay? Und jetzt zeig mal diesem Club, wie wichtig du bist. Und denk dran. Für mich bist du die Nummer 1. Danny? Ja, was? Training? Oh, den mag ich am meisten, den Williams mag ich am liebsten. Gentlemen, wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Schön, dann legen wir los. 5 gewinnt. Oh Gott. Ah. Oh Gott. So, 1-1. Oh Gott, was mache ich denn da? Da kriegt's ja gar nicht. So, 2-1. Ah. Ah, Gott. 2-2. Aber 3-2 direkt danach. Ah, 3-3. 4-3. Oh, oh. Oh oh. Oh, das ist ganz einfach anders. Nee. Mist.
Müssen wir noch mal einen neu machen? Ach Gott. So, Einzelführung. So, 2-0 Führung. Das ist ja schon mal nicht ganz so schlecht. Oh, perfektes 3-0. Schönen. Ah. Ah, oh, fuck. Vier-eins. Fünf, zwei gewonnen, so erledigt. Einsatz heute, Gentlemen. Startelf, yeah. Kinder leicht. Wir machen die Verträge. Kommt auf dein Konto. Kommt direkt aufs Konto. Glaub mir, Mann. Dein Profit verdoppelt sich. In einem Monat. Zwei maximal. Alles klar, Mann? Und? Haben wir einen Deal? Schick. Alles cool. Ich bring heute Abend die Verträge, okay? Ja, okay. Läuft. Ciao. Bis später dann. Du, mein Freund, bist das Gesicht von Macmillans Frittenfirmen. Ja, du kriegst sogar Fritten auf Lebenszeit. 28 Filialen in England. Also wow. Nenn mich den Werbeduo. Du meinst Macmillans? Macmillans ja. Frittenbude? Millis? Ja, wo wir jeden Tag gegessen ja. haben. Ja, Millis. Ganz genau. Das ist großartig! Ja, und du hast die Wahl zwischen Radiowerbung und Fotoaufnahmen für Printwerbung und sowas in der Art. Was sollen wir machen? Radio. Mann! Das werde ich wohl nehmen. Bring mich ins Radio. Ah, echt geil. Hey, Adidas als nächstes. Glaub mir, mach dir einen Namen. Mit großen Titeln, Spieler des Tages Awards. Dann kennt schon bald jeder The Williams. Mann, das ist Adidas. Ja, das kann sein. Mach nur. Danny Boy, the pipes are calling. Oh je, das ist Roger the Dodger, der Business Manager vom anderen Stern. Ich heiße Ringo, klar. Oh ja, mein Fehler, stimmt. Niemand hat dich je Ringo genannt. Seinen Spitznamen kann man sich nicht aussuchen, so läuft das nicht. Was? So haben mich in der Schule alle genannt. Wann? Als ich Schlagzeuger war. Ist doch... Du hast einmal Triangel gespielt im Orchester und das auch noch falsch. Na, zweimal. Wie gehen die Geschäfte? Tatsächlich richtig gut, Michael. Roger hier hat für mich einen Werbedeal besorgt. Macmillans Frittenbude. Mann, da haben wir gegessen. Oh, jeden Tag, oder Roger? Haben wir, Ringo. Apropos Deal, denk bitte an den Termin zur Vertragsverlängerung, ja? Am Tag des letzten Vorbereitungsspiels. Ja. Also gib im fernen Osten alles und wir können im Geschäft sein. Aber locker bleiben, Kumpel. Deine Zukunft hängt davon ab, Danny. Okay. Ah, jetzt noch der dritte Mann im Bunde. Alex Hunter. Na komm. Sicher.
Ohne Dino ist es hier nicht dasselbe. Ich hab doch Dinos Arsch gerettet. Buenos dias, chicos. Seid ihr fit? Konzentriert? Hoffentlich, denn heute braucht ihr das. Na, wollen wir das mal machen, nicht? Oh, 11 gegen 11. Bayern gegen Bayern. Lewandowski. Gestart. Come on. Jutropen. Ulreich im Tor. Ah. Robben. Oh. Schön auf Hunter, aber so noch alles. Da haben wir den neuen Bayern-Spinner, einer der neuen Bayern-Spinner, Goretzka. Griezmann, leider nicht angekommen bei Hunter. Oh. Ecke für die Bayern gegen die Bayern. Oh, das wird. Oh, da war. Oh, wow. James macht das Tor. Schade, wäre ein kleines Törchen geworden. James. Uiuiui. Thiago. Ribéry. Söhne. Koman auf. Griezmann und Oh. Ich dachte, da war ein Pfiff. Söhne. Thiago auf.
Chrismanau, Fanta und... Ah, da war Kuman im Abseits. Eieieiei. Lewandowski. Ribéry. Oh. Halbzeit. Kein Trainerfeedback. Naja, gut. Es war ja auch noch nicht viel passiert. Ah. Okay, oh. Muchas gracias, muchachos. Ach, jetzt wissen wir nicht, wo wir einsortiert wurden. Ziemlich übertrieben, hä? Diese Superagenten sind alle gleich. Die kennen keine Grenzen. Geben wir ihnen eine Chance, ja? Schadet nicht. Alex, wie schön, dass du da bist. Miss Via Bär. Ah, das ist mein Agent Michael. Mr. Taylor, der Mann hinter Rising Stars. Ich verfolge Ihre Arbeit seit vielen Jahren. Ein Talenteförderer. Schön, dass wir uns endlich mal begegnen. Das Muschelceviche hier ist unglaublich, kann ich nur empfehlen. Sollen wir direkt loslegen? Natürlich. Alex, du hast ja vielleicht schon von Mr. Taylor gehört, dass man als Spieler irgendwann an den Punkt kommen kann, wo man größer ist als der Sport, den man spielt. Wo man zur eigenen Marke wird. So wie Cristiano Ronaldo mit CR7. Das ist aber nur möglich, wenn man neben dem Rasen genauso ein gutes Team hat. Tja, Alex hat schon ein Team, also. Ein Mann ist noch lange kein Team, Mr. Taylor. Ein Spieler wie Alex braucht ein Team, um das Maximum rauszuholen. So intensiv kümmern wir uns nicht um alle Klienten, nur um die Besonderen. Alex. Mein Team und ich von Villanova und Partner bieten dir die Chance, mehr als nur ein Fußballer zu sein. Nämlich ein geldgieriger Roboter. Eine Legende, Mr. Taylor. Bitte, denk mal drüber nach. Ich weiß, das ist eine große Entscheidung, aber ich muss da eben rangehen. Entschuldigen Sie mich. Max, ja, ich bin gerade bei Ihnen. Wie läuft's bei Sergios Dreharbeiten? Exzellent. Die weiß offenbar, wovon sie redet. Michael, meine eigene Marke. Was? Weißt du, ich erkenne einen Coup, wenn ich ihn sehe. Was soll das heißen? Beatrice Villanova teilt ihre Klienten mit niemandem. Und das Muschelceviche hier ist meine Henkersmahlzeit. Erinnerst du dich an Garretts Transfer? Ich habe Marcus de Mara dazu geholt, um beim Deal mitzuhelfen. Dieser Superagent, das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. So verstehst du das, Alex? Sie oder ich? Du weißt, dass ich dir wahnsinnig dankbar bin, Michael. Aber inzwischen habe ich den Eindruck, als ob es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen, weißt du? Was? Und du glaubst, ich kann das nicht? Bea kann uns gut tun. Arbeitet zusammen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die mit mir zusammenarbeiten will. Sobald die den Fuß in der Tür hat, schießt die mich ab. Überhaupt keine Frage. Also weißt du, diesen Weg kann ich nicht mit dir gehen. Was sie dir anbietet, bedeutet eine Menge Opfer für dich. Verstehst du das? Das sollte dir klar sein. Tja. Ein Neuanfang ist nie einfach, Alex. Aber manchmal muss man das Alte loslassen, um das Neue zu bekommen.
schön war das nicht. Ich habe bis jetzt noch keinen M-Punkt gefunden. Okay, bin ich ein Fußballer? Ja. Bin ich einer der Besten der Welt? Ja, klar. Okay, dann bin ich der Meister des Übersteigers Cristiano Ronaldo. Das ist etwas, wovon er träumt. Ja, dann Alexander. Ja. Ach, du bist doch nur neidisch, Mann. Wenn wir euch hier wegputzen, änderst du deine Meinung. Oh Mann, wir werden das Turnier gewinnen. Oh, meinst du? Na klar. Das werden wir ja sehen. Läuft alles wie geplant, was, Alex? Dad sagt, das Warten auf die Kaderbekanntgabe hat dich fertig gemacht. Tja, es lief alles, Dad. Danke, dass du es erwähnt hast. Kommst du zum Halbfinale, Dad? Nervt dein Bruder auch so? Als Scout hat man nie Feierabend. Er ist auf jeden Fall nicht einfach. Geht ihr euch deshalb aus dem Weg? Ja, so in etwa. Okay, wir sollten los, Maus. Ein wenig Schlaf wäre gut. Ja. Der Jetlag macht mich fertig. Ja. Ruht euch ein bisschen aus. Es kommen wichtige Spiele auf euch zu. Doppelter Einsatz? Na klar. Also gut. Dann mach mal. Bin ich ein Promi? Ja, okay. Sportler? Warum haben die... Das spielt man doch noch heutzutage mit dem Zettel, oder nicht? Na gut. Aber wir haben hier einen Speicherpunkt gefunden. Also... Gucken wir mal die Social Media. So, also geht es mit William zuerst. Na gut, aber nicht mal heute, sondern das nächste Mal. Tschüss.